So, hallo meine Lieben. Heute melde ich mich wieder live aus dem Skalplein-Studio. Heute ist der Alexander bei mir da für seine letzte Sitzung. Und wir haben noch ein kleines Stückchen zum Pigmentieren und das mache ich mit euch zusammen. So, drehen wir mal die Kamera um. Schauen wir mal. Genau. Hoppala. Vielleicht noch ein bisschen. Ich denke, das kann man jetzt hier gut sehen. So. Okay, dann machen wir das ganze Stück noch zusammen. Heute ging es ratzfatz. Die letzte Sitzung, ich mache vielleicht die Korrektur an den Stellen, wo noch was zum Nachbearbeiten ist. Ja, wenn ich etwas noch ein Stück, dann mache ich das mal kräftiger, weil Alexander hat sich entschieden, die Haarlinie etwas nach unten zu ziehen, was überhaupt kein Problem sein wird, und wir haben schon vorgezeichnet vorhin, aber meine Vorzeichnung ist ein bisschen hat nachgelassen und kann man vielleicht besser sehen. In diesem Bereich werden wir etwas nach unten ziehen. So, das wird jetzt die neue Haarlinie, wieder ganz fluffig, ganz natürlich. So, dann kann man bitte wieder den Kopf ein kleines bisschen. Mhm. Genau. Die Haarlinie soll natürlich sein, oder? Mhm. Okay, dann machen wir eine gebrochene Haarlinie. Oh, jetzt wollen wir konzentrieren, muss wird wieder so heiß wie die Tage. Mein Gott, das war echt Wahnsinn. Ja, tut gut, wenn es wieder, ja, wieder wird. Und es hat so gewittert. Ja, stimmt. Wahnsinn, im Landkreis Mühldorf war Wahnsinn, die ganze Altstadt unter Wasser stand. Hagel, Wasser überall. Jetzt muss ich hier etwas in alten Pigmentierung mit der neuen Haarlinie zusammenarbeiten. Ganz einfach.
kannst du drehen. Welche Bereiche findest du am schlimmsten, also am schmerzhaftesten? Am schmerzhaftesten war es bisher an den Schläfen. An den Schläfen? Ja. Wahrscheinlich, also die Haut ist auch sehr stark gerötet. Ja, wahrscheinlich ist die Haut da ein bisschen dünner. Genau. Und deswegen. Sehr, sehr dünn und sehr empfindlich der Bereich. Gesundheit. Danke. Also bis dahin war die alte Pigmentierung und diesen Bereich machen wir jetzt neu. Eine natürliche Haarlinie ist deutlich schwerer zum Pigmentieren wie eine exakte Haarlinie, wo die Pünktchen nebeneinander sitzen und eine Linie ergeben. Aber dafür ist diese natürliche Haarlinie, sieht wirklich natürlich aus. Und gerade in dem Bereich ist die Haut so unterschiedlich, mal weicher, mal kräftiger. Da muss man wirklich sehr aufpassen, dass kein Fehler passiert hier. Und die Pünktchen sind so fein, dass sie wirklich der Durchmesser von der Naturhaar entsprechen. Ungefähr 0,15 mm. Wenn man sich mal das vorstellt, wie dünn das ist. Ne? Hast du Urlaub die Woche?
Nee, ganz also normal. Schon fertig mit der Arbeit für Ja, genau. Wir arbeiten am Freitag immer nur bis 12. Ach, wie schön. Das ist angenehm, ja. Ich habe schon gedacht, hast du gleich Urlaub genommen für den Tag, das fertig machen kann. Nee, aber das geht, weil dann nach der Arbeit, wenn man dann gleich fährt, eineinhalb Stunden ungefähr brauche ich. Eineinhalb Stunden, mhm. Genau. Und vom Fahren hier, Jünges? Ja, ein bisschen. Zügig. Ja, auf der Autobahn war ein bisschen viel los, aber alles okay soweit. Mhm. Keine größeren Probleme. Ja, zum Glück. So zum Fahren ist es eigentlich recht angenehm zu dir, weil von der Autobahn runter noch ist man gleich da. Muss man nicht mehr durch die Stadt fahren, ja, wie genau. Beim alten Studio, das war, da warst du auch einmal. Da war ich auch einmal, ja, genau. Da war mit Parken nicht so einfach. Ja, das stimmt. Und hier zum Glück kann man fast vor die Türe parken. Ja, es ist schlimm, wenn man weiter herkommt und kennt sich in der Stadt nicht aus. Mhm. Also mir geht es immer so, wenn ich in einer fremden Stadt bin und ich nicht weiß, wo ich parken kann mit meinem Auto, dann bin ich ganz hibbelig. Das mag ich wirklich gar nicht. Wenn ich wohin fahren muss, dann mache ich meistens, ich gucke in Google Map im Vorfeld schon und schaue ich über Satellitenbild an, wie ist die Lage davor. Ich mache keine Überraschungen, dass, das stimmt. Dass man sagt, okay, da ist in der Nähe gar kein Parkplatz. Und warst du schon im See beim Baden? Nee, das Jahr noch gar nicht. Noch nicht? Nee. Aber jetzt kommen wir noch ein paar warme Tage. Ja, Sonntag wird es auch schön angeblich. Die neue Haare ist gleich fertig. Dann habe ich noch einen kleinen Fleck am Oberkopf zum Nacharbeiten. Heute ging es echt schnell, ne? Mhm, das stimmt. Und ruckzuck ist die neue Haarlinie fertig.
Okay, dann einmal noch zur Mitte. Da haben wir noch ein bisschen was zu nacharbeiten. Genau, und heute bin ich einen Ton tiefer gegangen. Mhm. Deswegen habe ich gleichmäßig die komplette Decke bearbeitet nochmal. Sonst hätte man noch weniger gehabt zum Nacharbeiten. Ah ja. So, falls jemand zuschaut, ich kann jetzt leider nicht sehen, wie viele da dabei sind jetzt in meinem Live, können Sie noch Fragen stellen an Alexander. Ich kann schon in die Kommentare schreiben und ich lese das dann vor und kann jetzt selbst beantworten, wenn ihr was wissen möchtet von ihm. Dann habt ihr die Antwort aus direkter Hand. Schließlich nach 3 Sitzungen kennt sich der Alexander schon bestens aus hier. So, dann noch ein kleines Stückchen. Mitten am Oberkopf. Die Schmerzen sind jetzt bei dir auf einer Skala von 1 bis 10 im Moment bei? 4. 4. Also gut zum Aushalten. Ja, absolut. Thank you.
die letzten 50 Bündchen noch ungefähr. Man ist doch ganz schön froh, wenn es vorbei ist, ne? Ja, das ist auch schlimm. Aber ist jetzt nicht so schlimm, dass man von Anfang an schon denkt, um Gottes Willen, wann ist es vorbei? Oh, heute wieder nur 10.493 Pünktchen, ne? Ja, genau, ungefähr so. So, geschafft. Jetzt mache ich die Handy erstmal sauber und dann schaue ich mal, ob ich doch noch mal was arbeiten muss. Ich drehe mal das Licht ein bisschen runter, dann kann ich alles viel besser sehen. Gut, das sieht ja fantastisch aus. So, dann werde ich die Liebe jetzt gleich umstellen, dass du dich hinsetzen kannst. Und wir gehen dann vor und gucken wir das zusammen vorne an. Bis die Liege runterfährt, mache ich noch ein paar Nahaufnahmen von deinem Kopf. Ja, schön rot wieder, aber wie immer ist die Rötung meist am nächsten Tag vorbei. Da brennt es jetzt ein bisschen, aber wir werden vorne beim Tageslicht richtig gut sehen können. Gut, Alexander, dann darfst du dich hinsetzen. Und du darfst auch vorgehen. Wir schauen das vorne an. So, ich mache hier das Licht aus. Ich glaube, da ist besser, dass es nicht von oben her glänzt. Noch ein bisschen rot, aber sonst. Bisschen rot, gell? Perfekt. Auch die neue Linie. Super. Passt das so? Mhm, auf jeden Fall, die passt so. Hast du so vorgestellt? Ja. Auch gut, dass man da nochmal ein bisschen runter, also ein bisschen spitziger. Spitzer ein bisschen. Genau, super. Geht einmal rundum, dass man die andere Seite auch gut sehen kann. Wenn man das gut sehen kann. Also ich sehe es gut und mir gefällt es. Ich gebe dir noch einen Spiegel in der Hand, dann kannst du es auch von hinten anschauen.
Auch super. Passt, gell? Auf jeden Fall. Wie gesagt, die Rötung kennst du ja schon nach 3 Sitzungen, genau. Weißt du ja schon, bist der Profi. Morgen ist das weg und dann bleibt die schöne Pigmentierung zurück. Genau, super. Ja, hast du gut gemacht. Ja, dankeschön. Okay, also wie gesagt, wir sind noch ein paar Minuten live und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr Alexander ein paar Fragen stellen, dass er direkt euch beantworten kann. Jetzt mache ich mal kurz die Kamera rüber. Also da bin ich, hallo. Alexander, du darfst dann kurz Platz nehmen. Ich nehme den Spiegel ab. Genau, also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr Alexander selber fragen, wie auch immer, was euch einfällt. Ansonsten werde ich ihm ein paar Fragen noch stellen. Genau, da sehe ich gerade eine Frage, die Verena fragt, welches Tattoo du bekommst. Also, liebe Verena, er hat eine Haarpigmentierung bekommen, wie du gesehen hast. Wir haben die fehlenden Haare mit der Haarpigmentierung nachimitiert, kleine Stoppeln pigmentiert und sieht jetzt so aus, als hätte er seine eigenen Haare kurz rasiert gehabt. Okay, ich drehe mal jetzt die Kamera um und da im Moment keine Fragen mehr da sind, werde ich ihm ein paar Fragen stellen. Ich hoffe, dass diese Fragen euch dann weiterhelfen bei euren Entscheidungen. So, ich drehe die Kamera um. Gut, der Alexander sitzt schon da. Ich schaue mal, ob ich noch mit dem Licht ein bisschen besser schaffen kann, dass ihr seine Haarpigmentierung besser sehen könnt. Gucken wir mal. Ich schaue mal, dass ich vielleicht ein bisschen ranzoomen kann. Ja, das geht auch wunderbar. Okay. So, wie ihr schon mitbekommen habt, Alexander war heute das 3. Mal bei uns für seine vorerst letzte Sitzung. Wir haben an der Haarlinie etwas noch nachgearbeitet, etwas mehr im Gesicht rein. So, und jetzt habe ich mal ein paar Fragen. Alexander, wie du auf uns gekommen bist, wo hast du uns das erste Mal entdeckt? Ich habe euch entdeckt über Google-Suche, weil ich erst gegoogelt habe, was kann ich machen gegen meinen Haarausfall und bin dann auf das Thema Haarpigmentierung gestoßen und dann über die Google-Suche, weil ich bei mir im Umkreis gesucht habe und da war die Firma Scalpline, die Agnes, die erste, die mir da angezeigt wurde. Und dann habe ich auf der Webseite geschaut, hat alles gut ausgeschaut, dann habe ich einmal mit ihr telefoniert. Und dann haben wir schnell den ersten Termin ausgemacht. Das ist top. Also du weißt erst, glaube ich, haben wir nur ein Beratungsgespräch gehabt, genau. Oder? Das haben wir persönlich abgehalten, nicht per Videocall, genau. Oder? Genau. Und du hast dich dann ziemlich schnell entschieden, während des Beratungsgesprächs schon, dass du das gerne bei uns machen lassen möchtest. Was war das Ausschlaggebende, wo du gesagt hast, okay, ich bin hier gut aufgehoben? Also im Beratungsgespräch, da habe ich, glaube ich, schon gemerkt, dass du da Ahnung davon hast, was du hier machst. Und ich bin gut beraten worden. Also das ist, war mir wichtig auch, eben, dass derjenige oder diejenige auch Ahnung davon hat. Und auch diese Vorher-Nachher-Bilder, die ich schon gesehen habe von anderen Kunden, die haben mich dann auch überzeugt. Und einfach die Nähe, dass es quasi für meinen Umkreis das erste Studio war und von dem her, das hat mich überzeugt und habe ich jetzt bisher keinerlei bereut. Okay, das freut mich schon mal sehr, dass du so über meine Beratung denkst und über meine, mein Wissen dass, und dein Vertrauen. Vielen Dank ja dafür. Und ich würde noch gerne wissen, wie bist du mit dem Ergebnis jetzt zufrieden? Absolut, 100%. Also das ist jetzt eine dritte Sitzung. Nach jeder Sitzung war das Ergebnis immer besser und besser. Und war nach der zweiten Sitzung schon top, wo ich gedacht habe, okay, kann es besser noch werden, aber jetzt ist immer besser geworden und jetzt denke ich, sind wir genau da, wie ich es mir davor vorgestellt habe. Ja, sehr schön. Das freut mich wirklich sehr, dass wir deine Vorstellung ja, verwirklichen konnten. Das freut mich wirklich sehr. Ja.
Eine letzte Frage noch. Ja. Würdest du uns weiter empfehlen? Auf jeden Fall. Super. Ja. Vielen, vielen Dank für das kleine Interview. Und so, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle, womit ich noch ein paar schöne Bilder, ein paar nachher Fotos von Alexander machen kann. Und beim nächsten Live können Sie wieder dabei sein. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr hier unten drunter kommentieren. Der Alexander wird bestimmt so lieb sein und beantwortet er später selbst oder schickt mir die Antworten zu, dann kann ich für euch die Fragen beantworten. Okay, mach's gut, meine Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.